Hallo und herzlich willkommen bei Windows.de. Heute wollen wir Ihnen einen tollen Player vorstellen, mit dem Sie nahezu jede Videodatei abspielen können, natürlich auch Audio. Es ist ein toller Player, der auf Linux basiert, wo Sie wirklich damit alles abspielen können, jedes Format. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir haben uns den mal heruntergeladen, der Name des Players heißt GOM Player, so, und den installieren wir jetzt. Der Vorteil an diesem Player ist, sollte es mal kein Codec vorhanden sein, dann können Sie diesen automatisch aus dem Internet herunterladen. So, klicken auf Next, bestätigen das Ganze. So, dann TuneUp wollen wir hier nicht, das heißt Benutzer. Und hier das Häkchen weg, sonst installieren Sie TuneUp auch mit, falls Sie das nicht wollen. Daneben das Häkchen weg. Dann auf Next und die Installation beginnt schon, wie Sie sehen. So, und auf Finish. Wir haben jetzt unseren Player mal installiert und es gibt zusätzlich jetzt noch einen Videokonverter, den können wir jetzt auch installieren. So, das machen wir jetzt auch. Ich habe hier zwei Formate mal für Sie bereitgestellt, damit Sie sehen, was er alles abspielen kann. Das erste ist zum Beispiel ein MP4. Was ja eigentlich schon heutzutage gängig ist, ja. Da wir installieren mal hier den Konverter. Sagen wir mal Next, Next. So, nein, den wollen wir nicht. Ich möchte nichts herunterladen. Den AAC-Codec, ja, dann schon. So. Den starten wir mal nicht und sagen hier Finish. So. Ich habe hier zwei Formate, wie gesagt, MP4 und das zweite ist ein doch nicht sehr gängiges Format, das nennt sich M2TS-Format. Nur damit Sie sehen, wie das abspielt. So. Starten hier und sagen Öffnen mit. Dann sagen wir hier Standardprogramm auswählen und sagen GOM Player. Und schon sehen Sie hier den Player. Ich habe hier die Lautstärke, das ist ein kleiner Player. Und kann hier vorspulen, ohne dass es hängt. Vergrößern, dass ich auch Vollbild mache. Kann ich genauso machen, minimieren, kann ich alles. So, jetzt sehen wir uns das Ganze mit der M2TS-Format an. Öffnen mit, sage wieder Standardprogramm, sage den GOM Player. Und Sie sehen, auch dieses Format, damit kann er umgehen. Also es ist wirklich ein super toller Player, der es wirklich alles abspielt, der was keine Ressourcen dem PC abnimmt, das ist ja mal auch sehr wichtig. Und der einen Codec, falls der nicht vorhanden ist, einfach selbst automatisch herunterlädt. Wir haben hier natürlich auch das Kontrollpanel, wo ich hier auch die Helligkeit und alles einstellen kann. Ich kann hier natürlich auch einen Screenshot machen. Bei Audio habe ich einen eigenen Mixer. Dann habe ich hier für die Untertitel. Hier habe ich auch die Sprache, also im Moment ist er nur in Englisch verfügbar. Und dann kann ich hier zum Beispiel direkt zu einem gewissen Punkt springen von der Zeit her. Also auch hier jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Kann mir natürlich auch eine eigene Playlist erstellen, wie Sie sehen hier. Kann ich dann meine Dateien hinzufügen und eine Endlos-Wiedergabe machen. Also ich kann mir eigene Playlists erstellen. Das geht genauso mit diesem Player. Und natürlich auch, ich kann streamen, das heißt, wenn ich einen Online-Stream habe, wie Radio oder wie auch immer, das geht dann genauso. Sie sehen, ein super toller Player, der nicht nur winzig ist von den Ressourcen, die einem nichts wegnimmt, sondern auch noch einen Videokonverter beinhaltet, mit dem Sie natürlich auch viele Formate konvertieren können. Das ist kostenlos mit inbegriffen, wenn Sie den Player herunterladen. So, Sie werden hier nach einem Lizenzkey und der E-Mail-Adresse gefragt, das wollen wir aber nicht, wir sagen Register Later. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, unser Format auszuwählen. Das heißt, hier sehen Sie sehen, Upload, E-Reverse, Samsung, Sie haben hier wirklich alle Formate. Dann kann ich hier meine Videodatei hinzufügen und kann dann jedes x-beliebige Format dann aus der Datei machen. Ich habe hier noch die Konfiguration. Wie gesagt, zurzeit ist das Ganze nur in Englisch und habe hier auch die verschiedenen Codecs, wie Sie sehen, und die Filter. Kann natürlich auch Untertitel genauso machen,
mit diesem Programm. Aber wie gesagt, wir wollen uns nicht näher auf dieses Programm jetzt einlassen oder eingehen. Ich habe ja das mit heruntergeladen. Sie müssen das natürlich nicht. Wenn Sie sagen, ich brauche nur den Player, dann nur den Player. Das ist halt ein Bonus, falls Sie das möchten. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.